jetzt kommt in Abendung des ursprünglichen Programms ein Referat, wo ich besonders freue, dass das noch zustande gekommen ist. Die meisten von Ihnen haben das wahrscheinlich mitbekommen. Am letzten Wochenende war ein großer Artikel in der Sonntagszeitung zum Thema Öffentlichkeitsgesetz. Und wir konnten den Autor dieses Artikels und gleichzeitig auch Präsident des neu gegründeten Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch, Herrn Martin Stoll, dafür gewinnen, hier hinzukommen und eigentlich quasi jetzt nicht den Gegenpunkt oder Konterpunkt, sondern eigentlich einfach von der anderen Seite her die Sache zu schildern, was geschieht, wenn man das BGÖ eigentlich anzuwenden versucht. Deshalb habe ich jetzt auch nicht nach Fragen gefragt, aber anschließend an das Referat von Herrn Stoll würde ich ganz gern dann zwei, drei Fragen entgegennehmen, weil Herr Thür leider nicht bei uns bleiben kann heute Nachmittag, oder? Also die Gelegenheit nehmen wir noch wahr und ich hoffe, so lange geht das für Sie, nachher müssen Sie weg, das weiß ich. Aber da würden wir das gerne in Anspruch nehmen. Zuerst aber jetzt Herr Martin Stoll. Ja, besten Dank für die Gelegenheit, auch das Öffentlichkeitsgesetz etwas auszuloten aus der Sicht des Journalisten. Sie haben es gehört, das Öffentlichkeitsgesetz hat das Geheimhaltungsprinzip in der Verwaltung abgelöst. Es gilt ein Öffentlichkeitsprinzip. Und dieses Öffentlichkeitsprinzip gilt nicht nur für papierne Dokumente, sondern auch für elektronische Dokumente. Alles, was ich mit einem einfachen elektronischen Vorgang mit Ctrl-C erzeugen lässt, untersteht dem Öffentlichkeitsgesetz. Ich habe mich mal erkundigt, wie viele Daten das so sind. Beim Bundesamt für Informatik alleine von 4 Departementen sind das 10 Millionen Gigabytes Daten, die abgespeichert sind. Öffentlich zugänglich über Webseiten sind 1500 Gigabytes. Natürlich ist das nicht unbedingt eine seriöse Rechnung, weil es gibt viel auch Unrelevantes, Nichtrelevantes unter all den Daten. Aber die Rechnung macht doch klar, wie groß eigentlich die Datenmenge ist, auf die wir im Prinzip Zugang hätten. Und dass sich mit diesen Daten etwas anfangen lässt, glaube ich, das merken immer mehr Medienschaffende im Ausland, aber zunehmend auch in der Schweiz. Es gibt Journalistinnen und Journalisten in den Kantonen, die stellen Anträge, wollen ein Dokument von ihrer Verwaltung und generieren relevante Geschichten daraus. Es ist auch so, dass Medienschaffende zunehmend ihr Know-how austauschen und sich vernetzen. Ich glaube wirklich, da ist etwas am Entstehen. Trotzdem sind wir in der Schweiz noch am Anfang. In Großbritannien, wir haben es gehört, da werden jährlich von Medienschaffenden, NGOs, Bürgerinnen und Bürger 40.000 Gesuche gestellt. Bei uns sind jetzt etwas über 200 Gesuche pro Jahr. Dass es so wenige sind, das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die Arbeit mit dem Öffentlichkeitsgesetz sicher in der Schweiz noch immer hartes Brot ist. Es ist eben nicht so, dass, weil wir ein Öffentlichkeitsgesetz haben, dass die Informationen fließen. Von den 1036 Gesuchen, die zwischen 2006 und 2010 gestellt worden sind in der Bundesverwaltung, haben die Ämter in der Schweiz 31% abgelehnt. Die höchste Ablehnungsquote hatten das Innen- und das Finanzdepartement. Und das ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig. Die Ämter dieser Departemente wurden von den Gerichten der Schweiz sind auch immer wieder gerügt und zu einer transparenteren Haltung gezwungen. Diese Gerichtsentscheide, die sind sicher wichtig und die haben im Einzelnen etwas gebracht, das Gesetz auch weiterentwickelt. Aber die Realität ist heute halt immer noch so, weil das Gesetz in der Schweiz wenig benutzt wird, ist es im Bewusstsein der Verwaltung weit hinten. Transparenz, Öffentlichkeit von Dokumenten, das ist in den Genen unserer Bundesangestellten irgendwo noch nicht ganz vorhanden.
das hat auch unser Test gezeigt, den wir am vergangenen Sonntag publiziert haben. Wir haben uns als ganz normalen Bürger ausgegeben und wollten unter einem Pseudonym von den Direktorinnen und Direktoren von 43 Ämtern eine Liste derer Auslandreisen haben. Das Resultat war ziemlich deutlich. Knapp ein Drittel hat nicht mal geantwortet. Die meisten verweigerten uns den Zugang. Aber was eigentlich interessant war, ist, dass nur 4 Ämter zwischen unserer Anfrage und dem Öffentlichkeitsgesetz überhaupt einen Zusammenhang hergestellt haben. Das war zugleich auch der Startschuss für öffentlichkeitsgesetz.ch. Das ist eine Webseite, die auf der Redaktion der Sonntagszeitung entwickelt worden ist. Getragen wird die Webseite von einem verlagsunabhängigen Verein. Es ist eine Initiative von Journalisten für Journalisten. Das Ziel ist es, dass wir das Öffentlichkeitsgesetz in der journalistischen Praxis besser verankern. Eine kleine Vorstellung, wir bieten unseren Nutzerinnen und Nutzern ein Online-Antragstool an. Mit wenigen Klicks können Sie einen Antrag verfassen, ans richtige Ziel schicken und auch verwalten. Nach 20 Tagen kriegen Sie eine Mail, dass die Frist des Amtes abgelaufen ist. Sie können automatisch das Amt mahnen, Sie können automatisch eine Schlichtung verfassen. Das läuft ohne viel Aufwand. Dann schauen wir den Ämtern auch auf die Finger. Wir geben Transparenzpunkte von miserabel bis sehr gut. Unsere Anwenderinnen und Anwender können die Ämter, nachdem sie ihr Gesuch beantwortet haben, individuell raten. Wir bieten einen raschen Einstieg ins Gesetz und werden die laufende Rechtspraxis fokussiert auf die Bedürfnisse der Medienschaffenden aus. Dann haben wir eine Sektion mit befreiten Dokumenten. Wir publizieren dort die Dokumente, die losgeeist worden sind, Datensammlungen, alles, wenn es was zu zeigen gibt. Und dann haben wir eine kleine Whistleblower-Line, die richtet sich an Leute, die was wissen, die vielleicht von einem Dokument wissen, das unbedingt öffentlich gemacht werden muss. Wir fragen das dann auf dem ordentlichen Rechtsweg an. Uns gibt es bis jetzt in Deutsch und im Herbst auf Französisch, und wenn das Geld reicht, werden wir es auch noch auf Englisch machen, weil Öffentlichkeitsgesetz, das ist ein internationales Thema. Die Realitäten heute sind so, dass wir wirklich noch Nachholbedarf haben. Dass Sie manchmal sehen Antworten auf Gesuche so aus. Oder manchmal sieht es auch so aus: Ich habe beim Bundesamt für Migration Einsicht in eine Datenbank verlangt. Die Post hat mir mehrere Kilo Papier gebracht. Das war schwierig auszuwerten. So lässt sich tatsächlich Transparenz auch verhindern. Aber manchmal geht es auch so. Das VBS hat mir eine schlanke Excel-Tabelle mit allen Altlasten der Armee geschickt. Die ließ sich auswerten nach Gewässerschutzkriterien, nach Regionen. Mit der konnte man tatsächlich dann auch was anfangen. Vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel aus Großbritannien. Wir haben es gehört, wir haben viele tolle Beispiele gehört. Entschuldigung, das ist kein Beispiel aus Großbritannien, das ist ein Beispiel aus der EU. Da haben sich mehrere Medienschaffende länderübergreifend mit Informationsfreiheitsgesetzen Subventionsdaten beschafft, Agrarsubventionsdaten, und haben das in eine Datenbank gepackt. Sie haben daraus auch wirklich interessante Resultate produziert, zum Beispiel, dass Betreiber von Kreuzfahrtschiffen oder Fluggesellschaften EU-Agrarsubventionen bezogen haben. In der Schweiz ist es so, dass diese landwirtschaftlichen Subventionsempfänger
noch nicht zugänglich sind. Das Bundesamt für Landwirtschaft weigert sich, diese Daten herauszugeben. In der Schweiz ist das halt immer noch ein Staatsgeheimnis. Gut, vielen Dank, Herr Stoll. Wie gesagt, jetzt Fragen an Herrn Stoll oder an Herrn Thür. Ganz eine einfache Frage. Wie viel darf der Staat verlangen für eine Einsicht? Ich wiederhole das kurz. Wie viel darf, weil man hört das, glaube ich, im anderen Raum nur, wenn man sie ins Mikrofon sagt. Wie viel darf der Staat verlangen für eine Einsicht? Ja, es gibt Beispiele, die etwas erlernt tönen. Also ich glaube, Herr Stoll hat selber ein solches erlebt, wo ein Amt dann 10.000 Franken für die Aufarbeitung dieses Dokuments verlangt. Das waren zwei oder drei Fälle in dieser Größenordnung, das war das Maximum. Bis jetzt, es gibt, glaube ich, keine Obergrenze, oder doch? Es ist einfach nach Aufwand, oder? Und wir haben dann in diesen drei Fällen, haben wir da schon ziemlich, dass wir da auf ein vernünftiges Maß heruntergebracht. Und ich glaube, in Ihrem Fall war das noch kein großer Betrag mehr. Normalerweise nichts. Also normalerweise in den meisten Fällen verlangen die Ämter nichts. Und es gibt natürlich schon Fälle, wo Dokumente noch nicht zur Verfügung stehen, wo solche Dokumente zuerst erstellt werden müssen, wo ein gewisser Aufwand auch vertretbar ist. Aber ich meine, man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass gar keine Kosten anfallen sollten, aber da muss man eben das Gesetz ändern. Solange eben im Gesetz ein angemessener Aufwand entschädigt werden muss, muss man sich dann eben nicht wundern, dass von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht wird. Aber wir schauen schon, dass die Ämter wirklich hier vernünftige Zahlen nennen.